Ich erinnere mich. Als die Veko in der Aureole erschien, fragte sie der Konsul: Wie kannst du da sein, wo die Welt in Flammen steht? Die Veko, die in der Aureole war, antwortete: Ich bin das Feuer. Prolog. Damals. Oling stolperte, fällt. Überall Lärm, sein Stöhnen und Ächzen. Ich frage ihn: Lebst du noch? Ich überprüfe es soeben, Meister. Habt einen Moment Geduld. Melde dich, falls nicht. Ich bin erleichtert, behalte das aber für mich. Ich sage, gegebenenfalls müsste ich mich dann um ein neues Faktotum kümmern. Oling heult auf, ihr seid zu gütig, Meister. Leider, sagte ich, mein größter Fehler. Warum sonst hättet ihr mich aus den Genöfen von Vey gerettet, Meister? Die Genöfen von Vey, ich erinnere mich. Sein winziger Leib in der Glaskapsel. Der Nersut lichtblau und durchsichtig. Die Mechorganellen schwimmen winzig, grimmig auf der Hut. Sein Kopf, der sich zu mir dreht, als könnte er mich mit seiner Sehschiene erblicken. Ich erinnere mich. Ich bin Zemina Pat. Stimmt das? Aber nein, ich bin. Ich erinnere mich nicht. Ich bin ich. Wenn der Tag kommt, nachdem kein Tag mehr kommt, werde ich dich dennoch nie vergessen, murmelte ich. Die zerschellte Geburtskapsel. Wie ich ihn aus den Scherben hebe, wie ich meine Jacke aufreiße und ihn hineinstecke, wie er sich in meiner Brust verbeißt. Dieser winzige Schmerz, so lange her, sein langer und loyaler Dienst. Oling richtete sich auf. Trostloser Tröster, flüsterte er. Ich sehe eine Gestalt, die nicht hierher gehört, die nirgends hingehört. Ein in den Nacken gehobenes Haupt, ein nach hinten gebogenes Schläfengeweih, witternd, wortvorgestülpte Augen, die sich suchend bewegen. Wir müssen fort von hier, schrie ich, unverzüglich, fort von Fay, fort von den Genöfen, die gleich explodieren müssen. Aber wir sind schon lange fort, Meister, sagte Oling mit leisem Tadel. Das Universum kennt keine Kontinuität, keine Unendlichkeit. Ich schaue auf das Wrack, ich höre das Geräusch kreischenden Metalls.